Hör auf, Kyle, der Scheiß ist nicht witzig. Alter, ich bin das nicht. Bullshit. Was ist, Kuhn? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Fick dich, Kyle. Dieser Lauf der Ereignisse hat sogar mein Superhirn verwirrt. Neue Regel, wenn ich Schaden nehme, kriegt den der Kuhn. Was? Au, fuck! Statuseffekte auch. Was soll der Scheiß? Mitch, hör auf! Das ist grausam! Sorry, Humankind, so sind die Regeln. Du mieses Schwein! Sorry wegen des Zugs! Jetzt bist du dran, Arschloch. Wer soll's sein, ich oder der Kuhn? Nein, ich bin auf eurer Seite. Das wird dem Kuhn nicht gefallen. Kyle, das ist super schräg. Was ist mit dir, Freedom Pearl? Wer von uns ist der wahre Schurke? Das ist voll die üble Zwickmühle. Du bist dran. Gegen wen kämpfst du, Freedom Pearl? Mist, wen greife ich denn jetzt an? Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja! Au! Nicht dich selber schlagen. Au! Wer soll ich? Alter, fuck, Leute. Das ist unfair. Genau. Sieh an, so sehen wir uns wieder. Mitch aus dem alternativen Universum. Oh Gott, verfick nochmal! Halt! Scheiße, du zu sein, denn ich war hier drüben. Du glaubst, du kannst antanzen und einfach Regeln erfinden, du Betrüger? Gut, ohne Schadensumlenkung. Hör mit dem Scheiß auf, Kyle. Nimm einfach die Hand runter. Der echte Mitch Connor ist unbesiegbar. Witzig, das wollte ich gerade zu dir sagen. Dann komm, du Blender. Das reicht nicht, um mich auszuschalten, Freedom Pearls. Das lasse ich mir nicht gefallen. Und eine Bewegungseinschränkung. Ja. Hör mit dem falschen Spiel auf, Humankind. Ich kann nichts dafür. Mitch macht das alles. Das hat mir nichts abgezogen. Hey, du blutest. Leute, ich weiß nicht, wem ich hier noch glauben kann. Echt? Ist doch eigentlich alles scheiß offensichtlich. Oh je, Mene, dieser Mitch Connor ist wirklich ein hinterhältiger Handtuckerer. Es ist Crack-Time. Ich meine, super Crack-Time. Könnte mir nicht egaler sein. Nein. Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Für Valhalla! Oh nein! Bomben los! So einfach geht das nicht, Freedom Pearls. Langsam wird's total behindert. Find ich auch. Die einzige Art, das zu beenden, ist, beide zu besiegen. Moment, was? Moment. Jetzt wird gekunt. Eine Zeitanomalie. Hör auf, dauernd Kuhn zu sagen, das ist dämlich. Du bist dämlich mit deinem dummen S. Ich hasse dich. Captain Diabetes fürchtet nichts.
War das jetzt der richtige, Leute? Ja. Megafaustschlag! Netter Trick. Das ist der leck mich alle Trick. Du bist tot! Oh, Alter, es reicht jetzt! Hör endlich auf damit, Kyle! Hör du damit auf, Fettarsch! Sag ihnen endlich, dass du mich nur verarscht hast, sonst hören die nie auf, uns zu verdreschen! Alter, Kyle, wenn du uns nur verarschst, dann sag's bitte jetzt! Langsam blickt keiner mehr durch! Wenn ich euch verarschen würde? Dann eher genauso. Na gut, vielleicht gebe ich es ja zu. Ich gebe zu, dass ich euch verarscht habe. Aber nur, wenn Kyle es zuerst zugibt. Ich gebe überhaupt nichts zu, bevor er nichts zugibt. Du zuerst. Na gut. Okay, wir geben es beide gleichzeitig zu, okay? Auf drei sagen wir beide, ich habe euch verarscht. Okay? Na gut. Okay, gut. Eins, zwei, drei. Ich habe euch verarscht. Hereingelegt. Du Arschloch! Und schon zu lange hat unsere schöne Stadt eine saublöde Schlampe als Bürgermeisterin, die nie das Verbrechen bekämpft hat. Und jetzt wird Mitch Connor... Okay, okay, genug gequatscht. Macht mich endlich zum Bürgermeister. Das ist Mitch Connor! Los, Beeilung, vereidigt mich. Okay, um mit der Amtseinführung zu beginnen, würden Sie bitte Ihre rechte Hand heben, Mr. Connor. Ich schwöre feierlich. Ich schwöre feierlich. Halt! Halt, stopp! Nein! Was ist hier los? Machen Sie mich zum Bürgermeister! Alle mal herhören! Das ist alles nur ein Trick, um das Verbrechen anzukurbeln. Damit das Kuhn-Franchise erfolgreicher wird als das Freedom Pals-Franchise. Man hat Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol gemischt, damit es mehr Verbrechen gibt, die Kuhn bekämpfen kann. Das war alles der Plan von diesem Wichser! Mitch Connor reitet auf einem fetten Waschbären? Nein, kapiert ihr es nicht? Er ist an allem schuld. Los, zeig ihnen das Selfie, das du gemacht hast. Gut, lade es mir hoch, dann stelle ich es auf Connors Instagram-Account, damit es alle sehen können. Hey, Mitch Connors Plan? Hey, das stimmt wirklich. Du meinst, er hat Gift in unseren Wein und unser Kokain getan? Warum? Ja, warum? Ich sag euch warum. Weil der Neue nicht der Einzige mit einem gefickten Elternteil ist. Mein Dad wurde gefickt, als ich 9 war. Was? Nur 2 Leute auf diesem Podium wissen, wie das ist. Jetzt lass den Scheiß! Psst, ich will das hören! Ich werde meinen Vater rächen. Und wenn alle anderen dafür sterben müssen. Mitch, es ist vorbei. Mom, was machst du denn hier? Ich bin schon die ganze Zeit da. Du bist nicht schuld, Sohn. Ich bin schuld. Was soll das heißen? Ich war es, Mitch. Ich habe deinen Dad gefickt. Wow! Was? Du hast meinen Dad gefickt? Warum? Ich habe das für uns getan. Du solltest eine Zukunft haben. All die Jahre jag ich die Person, die meinen Dad gefickt hat, und dann war es meine Mutter? Bleib ganz ruhig, Mitch. Fick dich, Kuhn! Du bist vielleicht cool, aber das ändert auch nichts. Wie war das, Mom? Hm? Hast du ihm dabei in die Augen gesehen, als du ihn gefickt hast? Mitch, das ist schon so lange her. Für mich nicht. Ich denke jeden Tag dran. Vergib ihr, Mitch. Bitte sag mir, dass ihr ihm das nicht abkauft. Dafür werde ich dich umbringen. Dann bring mich um, Mitch, bitte. Bring du mich um, ich kann nicht mehr. Ich bring dich um, du bringst mich um. Nein, Abend bring ich um. Also, zum Glück wird dieser Typ nicht Bürgermeister. Kommt mit, Leute! Wir besorgen uns in der Nachbarstadt saubere Drogen und Alkohol! Ja! Ja!
Du bist das Kitzelmonster. Nein, du bist das Kitzelmonster. Oh, hallo, Schatz. Warst du mit deinen Freunden spielen? Ist das nicht eine tolle Stadt? Ich finde es toll hier. Ich bin froh, dass wir damals reinen Tisch gemacht haben, was unser Kind angeht. Ich fühle mich, ich weiß nicht, als ob unser Leben jetzt irgendwie anders wäre. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Sag mal, würdest du uns einen Moment entschuldigen? Mami und Daddy müssen oben etwas erledigen, weißt du? Oh, du kleiner Schelm. Dachtest du wirklich, du könntest verhindern, dass schlimme Dinge geschehen? Begreifst du nun endlich, dass das Chaos dich immer einholt? Du hast versucht, ein Held zu sein. Lass doch mal deine dunkle Seite raus. Es gibt nur eine Wahrheit in diesem Leben, weißt du? Ganz egal, wie sehr du versuchst, die Vergangenheit zu ändern. Dein Dad hat immer deine Mom gefickt.